Jetzt kommen wir zur FC. Zum heutigen vierten Trainingslager-Interview freuen wir uns, euch folgende Gesprächspartner vorstellen zu können. Teil 1 unserer Tormaschine, Dejan Bosic. Er darf Teil 2 natürlich nicht fehlen. Hallo Daniel Fahr. Und herzlich begrüßen wir den dritten Angreifer im Bunde, Erik Tallich. Herzlich willkommen euch dreien. Erik, du bist nun seit einem guten halben Jahr dabei. Beschreibe uns mal deine ersten Schritte im Profikader. Warst du am Anfang zum Beispiel sehr nervös, bei den Großen mitmachen zu dürfen? Was hast du empfunden, als man dir mitteilte, dass du einen Profivertrag bekommst? Also am Anfang, wo ich das erste Mal beim Training dabei war, war ich auf jeden Fall etwas aufgeregter als bei der A-Jugend. Aber ich habe mich natürlich auch gefreut, zu zeigen, was ich kann. Und als man mir den Profivertrag angeboten hat, dann haben wir natürlich sehr erfreut und jetzt kann man auch selbstbewusster trainieren und arbeiten. Ja. Mit Dejan und Daniel hast du zwei sehr erfolgreiche Angreifer vor dir. Es ist schwierig, an ihnen vorbeizukommen. Wie bewertest du deine Situation? Frust oder dankbar, von den beiden lernen zu können? Ja, auf jeden Fall bin ich dankbar, dass ich von den beiden lernen kann. Und ich denke, mit der Zeit bekomme ich dann auch Einsätze und ja. Uns ist aufgefallen, dass du derzeit sehr gut drauf bist. Auch Mitspieler bestätigen dies, dass du auf einem richtig guten Weg bist. Spürst du selber, dass es vorwärts geht? Und wer ist für die stetige Verbesserung verantwortlich? Ich spüre auf jeden Fall, dass ich also am Ball und auf jeden Fall mich jetzt schneller orientiere und nicht mehr also so lange brauche. Es geht schon alles schneller und ich denke, ich bin selber dafür verantwortlich, dass es jetzt besser geht, dass ich mich da anpasse. Ja. Du kommst aus der Jugend des CFC. Erläutere uns bitte mal die gravierendsten Unterschiede von der A-Jugend zur ersten Mannschaft. Wie schwer ist der Sprung nach oben? Auf jeden Fall, das Tempo ist deutlich schneller bei den Profis und auch die Härte in den Zweikämpfen. Also bei der A-Jugend war das schon, oder ist das halt auf jeden Fall leichter, Torchancen zu kreieren. Und, ja. Du hast ja schon dein erstes Meisterschaftstor in Meuselwitz geschossen. Es läuft wirklich gut bei dir. Hattest du innerhalb der Jugend einen besonderen Förderer? Ich denke, mein größter Förderer war Thorsten Wappler. Den hatte ich in der B-Jugend. Und der hat mich, denke ich, am meisten vorwärts gebracht im Zweikampf und auch in der Schnelligkeit und mit Ball, Dribbling. Ja, der hat auch mal ein lauteres Wort mit mir gesprochen. Denke ich, war am besten. Gut. Ja, danke Erik. Dann hau dich weiter rein und alles Gute für dich. Danke. Dankeschön. Ja, Dejan, die Fans des CFC haben mich zum Spieler der Hinrunde gewählt. Freust du dich über so viel Anerkennung? Was sagst du zu den Fans? Ist auf jeden Fall sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Wirklich, das ist ein schönes Gefühl, weil sowas rechnet man auch nicht. Ja, wie viele andere auch neu. Und ich denke, wir haben alle eine sehr gute Hinrunde gespielt. Und ich denke, dass das eigentlich auch jeder andere verdient hätte, zum Beispiel die Auszeichnung zu kriegen. Ich denke, man hätte die Auszeichnung für die ganze Mannschaft ausschreiben sollen. Ja, von der TuS Koblenz zum Chemnitz FC. Einmal quer durch Deutschland. Du warst in Koblenz ja auch schon sehr erfolgreich. Wie kam es dazu, dass du gerade ausgerechnet zum Club kommst? Wie kam der Transfer zustande? So genau weiß ich das gar nicht. Ich weiß nur, dass mein Berater sich da ein bisschen hinten angehängt hat. Und ich habe davon nicht viel gekriegt. Und als es dann hieß, dass ich ein Angebot vom CFC bekommen habe, dann habe ich gesagt, klar, mache ich auf jeden Fall. Weil viel Auswahl hatte ich wahrscheinlich auch nicht wirklich, weil ich bin abgestiegen mit Koblenz letztes Jahr, in der Welt der Verein auch gewesen. Und da ist es dann ein bisschen schwierig, was zu finden, weil so einen guten Fußball haben wir jetzt da auch nicht gespielt. Da war das schon sehr schön, so ein Angebot zu kriegen. Ja, es lief von Beginn an nahezu optimal für dich, für euch. Wann hast du realisiert, dass es eine richtig erfolgreiche Saison werden kann? Es dauert ja noch ein bisschen, ne? Also, wenn man von erfolgreicher Saison sprechen kann, sind noch 15 Spiele. Aber wir tun gut daran, momentan, auch so wie der Trainer das schon öfter gesagt hat, demütig zu sein. Ich denke, wenn wir das so weiter gestalten wie bisher,
werden wir auch den einen oder anderen Sieg einfahren. Und schauen wir mal, was passiert. Ja, 15 Tore in 19 Spielen, Wahnsinnsquote. Kannst du uns die Gründe für diesen überragenden Wert nennen? Einer sitzt links neben dir. ja, aber es ist ja nicht nur der Daniel gewesen, der Fahne, sondern die anderen Teile der Mannschaft haben mir ja auch geholfen. Ich bin ja nicht, wenn ich einen Ball genommen bin, durchgerannt. Das kann ich nicht. Das weiß auch jeder. Ohne die hätte ich wahrscheinlich vielleicht ein Tor mal geschossen, mit Glück oder was. Keine Ahnung, kann man nicht so sagen, aber ich denke, wir sind schon eine super Truppe, harmonieren auch alle super zusammen, deswegen klappt das auch alles so gut. Ja, und der Mann da drüben hat mir ja schon das eine oder andere Mal geholfen. Ja, lediglich 15 Tore in 19 Spielen als Mannschaft zugelassen. Das ist nur möglich, wenn alle 11 auf dem Platz defensiv mitarbeiten. Hast du jemals zuvor schon so viel Defensivarbeit leisten müssen? Wie schwer fällt dir die enorme Laufarbeit? Ja, ich denke nicht, dass ich davor so viel defensiv arbeiten musste. Aber auch, wie du gerade gesagt hast, das klappt nur, wenn 11 Leute auf dem Mann arbeiten. Und da wir alle so gut miteinander sind, denke ich, macht man auch mal einen Schritt mehr, der nicht dann so weh tut, wie wenn man nicht so gut harmoniert. Es ist halt ist auch wirklich im Fußball so, ist auch im wahren Leben so. Dann denkt man sich, ja, warum soll ich so den tun? Aber das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Aber ja, so viel defensive Arbeit habe ich noch nicht gemacht bis jetzt. Ja, du bist Torjäger, daher muss ich diese Frage stellen. Welche Tormarke hast du dir für die Saison vorgenommen? Ich habe mir vor der Saison schon gar keine Marke gesetzt, weil man setzt sich da automatisch schon unter Druck. Und wenn man, es gibt Spieler, die können mit Druck leben und brauchen diesen Druck, damit sie gut spielen. Ich bin eher der andere Typ, ich setze mich da nicht unter Druck, ja, sondern lasse es auf mich zukommen. Und bis jetzt hat es ja ganz gut geklappt. Ja, vielen Dank, Dejan. Weiterhin viel Erfolg und solch eine Treffsicherheit. Vielen Dank. Ja, Daniel, kommen wir jetzt zu dir. Du bist an der Seite von Dejan exakt genauso erfolgreich wie er. Hast du in deiner Karriere schon mal so gut mit einem Sturmpartner harmonisiert? Ja, funktioniert schon ganz gut, vor allem für die Kürze der Zeit jetzt. Ich spiele jetzt noch nicht 4 oder 5 Jahre zusammen, sondern erst 4 Monate oder 5 Monate. Und dafür funktioniert schon ganz gut. Wir hatten damals mit Stefan Kutschke schon mal jemanden an meiner Seite, wo es ähnlich gut geklappt hat. Aber da hatten wir halt in Babelsberg schon 3 Jahre gespielt, sind dann gemeinsam nach Leipzig gewechselt und konnten da dann nochmal 3 Jahre miteinander spielen. Also da war die Harmonie halt auch da. Aber für die Kürze der Zeit hatte ich jetzt so einen Sturmpartner dann noch nicht, dass es dann so gut klappt. Mit Dennis Grote bist du im Sommer beim CFC geblieben. Ist dir das schwer gefallen oder war das dein ausdrücklicher Wunsch zu bleiben? Wenn ja, was waren das für Gründe? Ja, mein Wunsch war schon, hier zu bleiben. Da habe ich auch in der Saison des Öfteren mit den Verantwortlichen so gesprochen. Sicherlich gibt es ja dann immer ein paar Sachen, die geklärt werden müssen. Das ging aber auch alle ganz schnell. Die Gründe sind einfach die, dass meine Familie sich hier sehr wohl fühlt. Ich mich hier sehr wohl fühle, ich mich mit den Vereinen, mit den Fans identifizieren kann, dass mir verdammt viel Spaß macht, hier zu spielen. Ja, und einfach da so eine Leidenschaft für den Club irgendwie entwickelt habe und deswegen unbedingt bleiben wollte und irgendwie diesen Neuaufbau auch mit anpacken wollte. Aber wie gesagt, ich war auch einer von denjenigen, die mit abgestiegen sind und deswegen ja, ist die Entscheidung für mich eigentlich sehr, sehr leicht gefallen, dann zu sagen, ich bleibe beim Verein. Sehr gut. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, du bist einer der Köpfe der Mannschaft. Wie anstrengend ist der Job als Führungsspieler oder wie wiegt der Spaß daran, die jungen Spieler aufzubauen und zu leiten? Ja, also anstrengend ist es eigentlich überhaupt nicht, da wir niemanden dabei haben, der irgendwie Theater macht oder der mal aus der Reihe tanzt. Deswegen haben jetzt Dennis, meine Wenigkeit, Niklas, ja, Kuba, die haben da eigentlich wenig zu tun. Da macht es dann eigentlich wirklich viel mehr Spaß, denn so Jungs wie jetzt Ede zum Beispiel dann auch zu sehen, wie sie sich entwickeln und ihnen dann vielleicht auch mal einen Tipp zu geben, wo man dann sieht, oh, den hat er sich dann vielleicht angenommen und das funktioniert ganz gut. Also eigentlich sind wir eher damit beschäftigt, vielleicht den jungen Spielern dann auch mal einen Rat auf den Fußballplatz zu geben, weil abseits des Platzes verhalten sie sich eigentlich wie halt wirkliche Fußballprofis. Also da ist wenig
wenig zu tun für uns. Hm, hört man gerne. Du bist in Chemnitz nicht nur als Fußballer, nicht nur ein Fußballer, die Fans mögen dich, unter anderem auch wegen deiner Aufopferungsweise und Spielweise und deiner Treffsicherheit und nenn dich den Fußballgott. Tut das gut und warum genießt du diesen hohen Stellenwert bei den Fans, was glaubst du? Ja, das ist natürlich schon eine hohe Auszeichnung, wenn der ganze Stadion in der Fußballgott ruft und freut mich natürlich auch und ehrt mich natürlich auch. Deswegen versuche ich auch jedes Spiel weiterhin Vollgas zu geben, damit es nicht so schnell sich ändert. Warum so ist, hast du ja vielleicht gesagt, weil die Leute vielleicht sehen, dass ich wirklich immer Vollgas gebe und mich für den Verein halt wirklich auch zerreiße. Ja, ich denke, dass das so schon der Grund ist. Und ja, ich lebe die sind vielleicht auch ein bisschen anders, nicht nur als Spieler, sondern fahre mal auswärts mit, weil ich halt auch ein Fan bin irgendwie. Und bin halt vielleicht nicht dieser normale Fußballprofi, sondern halt auch zum Teil Fan einfach. Und deswegen, sehen das vielleicht die Leute ein bisschen anders. Mhm. Jeder sieht, dass du immens ehrgeizig bist. Und das nach so langer Zeit als Profi. Wie motivierst du dich täglich zu diesen Leistungen? Ja, das ist nicht schwer. Wenn die Motivation nicht mehr da wäre, dann würde ich sagen, ich hoffe mit Fußball und mache einen normalen Job, weil dann fällt es ganz schnell auf dem Feld, dass man abfällt. Dass man nicht mehr so gut ist, weil die jungen Spieler, die kommen jetzt immer nach und werden immer besser. Und da kann man sich dann nicht zurücklehnen. Und deswegen ist meine Motivation einfach die Lust am Fußball. Da muss ich nicht viel dazu beitragen. Mir macht Spaß, jeden Tag mit den Jungs auf dem Feld zu stehen, mit den Jungs in der Kabine ein bisschen lustig zu quatschen. Und dann für die Wochenenden zu trainieren und dann im Stadion zu spielen, wo dann eine Atmosphäre herrscht, die einfach geil ist. Und das kann dir niemand geben halt. Und deswegen ist die Motivation einfach noch nicht erloschen, würde ich sagen. Und die wird auch nicht so schnell vergehen. Spürt man ja auch, ja. Du hast die Leidensfähigkeit der Fans in der letzten Saison erlebt. Trotz des Misserfolges und des Abstiegs totale Rückendeckung. In dieser Saison das gleiche Bild. Von Beginn an 1966-prozentige Unterstützung. Selbstverständlich ist das nicht. Sag mal was über die Fans des CFC. Ja, ist schon beeindruckend und war auch ein Grund, habe ich damals ja auch darüber gesagt, wo ich unterschrieben habe. Das ist ein ganz großer Grund, warum ich auch hier geblieben bin. Weil die Fans halt so enorm hinter ihrem Verein stehen. Habe ich so jetzt auch noch nicht erlebt. Bin mal mit ein paar Jungs auf den Sport gegangen und wenn die oberkörperfrei da standen und überall ihre Wappen auf der Haut hatten, dann hat mich das schon begeistert. Und wie du ja gesagt hast, ich glaube, es war im letzten Jahr vor allem eine sehr schwierige Phase und da hätten andere Vereine, andere Fans vielleicht auch anders reagiert. Unsere Fans standen halt trotz des Misserfolges immer hinter uns und haben ihren Club halt auch unterstützt und das ist schon eine Sache, die uns als Spieler trägt und auch begeistert. Und deswegen, wie ich es vorhin gesagt habe, war das zum Beispiel für mich auch ein Grund zu bleiben. Und das ist einfach, da kann man nur einen Hut vorziehen. Danke. Hast aber auch alles Richtige mal, dass du geblieben bist. Ja, vielen Dank für deine gewohnt ehrlichen Worte. Dies war nun das vierte und somit vorletzte Trainingslager-Interview. Morgen hoffen wir noch, dass es noch zum Abschlussinterview mit dem Trainerteam kommt. Dabei bedanken wir uns bei euch dreien ganz herzlich für dieses informative Gespräch und verabschieden uns für heute von den Himmelblauen daheim. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.